Ein Massenmord. Ich bin die Mutter. Nein, die Enten mussten ja auch gezeugt werden. Das sind so die Lasten. Das war eine sehr fehlerhafte Gelegenheit. Nun, Moment, hat jemand mal ein Bier da? Dieses Federvieh, das raubt mir selbst. Oh, ich hab schon Allergie, wenn ich den sehe. Ah, sehr schön, mit einem Sprung über die... Das darfst du nicht. Das darf der nicht. Na gut, der darf das. Applaus, liebes Volk! Das ist Sven, der Feste auf Sven. Nee. Das könnt ihr jetzt behalten. So. Also man sieht, diese edelste Ente, dieses zarte Federvieh mit edlem Kopf, einem zarten Körper, gespickt mit Federn vom Kopf bis zum Bürzel. Zeigt eure Bürzel. Das Volk rastet aus. Und welcher Enterich mag sich von dieser Maid auch zu entfernen haben? Nein. In der Tat, es war eine erfolgreiche Nacht gewesen. Und dieses Zartstück legte 6 Eier. Wir stellen uns das jetzt einfach mal vor. Naja. Jawohl. Und es entschlüpften 6 wundervolle Kükelein. Oh, da sind schon 2. Wunderbar. Oh, 4. 5. Ich bin etwas rechtslastig, das ist sonst nicht meine Art, wirklich nicht. Ihr seid zu jung, ihr seid zu jung, ihr seid zu jung, ihr seid zu jung. Ihr seid genau gut. Wir will das Tier. Und zieht euch an, die Zartreckus. Diese beiden Jungverdammt, den weißen Hemd, nimm die mal nach vorne. Kommt, kommt zur Mama. Wendet euch. Wie sollen wir den Nacken frei machen? Was steht da? Oh, Ducktail. Ja! Wieder zurück. So. Wundervoll. Moment, das sind meine Küken. Ich bin die Mama. Und die Mutter? Erziehung ist wichtig. Ja, und die Mutter hat ein Küsschen. Richtig. Sie ist etwas schüchtern. Gib Mutti ein Küsschen. Ist genauso schüchtern, dusselige Kuh. Gib Mutti ein Küsschen. Ich wusste es, das ist die richtige. Oh, du Lude. Und so während sich die Mutter auf ihrer 6 wunderschönen Küken freut, das Publikum darf noch mal applaudieren. Da begannen sie zu tanzen und zu singen. Ja? Ja, ich mach mal vor. Sagt mal weiter, ihr seid Enten, richtig? Ja, Enten. Bürzel raus und los geht's Richtung Publikum. Nein, rastet raus. Ja, denn schon früh mag ein Enterich gefunden sein, um die Nachfolge zu regeln in der Stätte. Und ich muss sagen, das fällt einem auch nicht schwer. Ja. Jedenfalls, wenn man 6 Mal hintereinander ist, eine andere Geschichte. Ja. Nun aber war's gewesen. Sie tanzten umeinander, sie freuten sich. Die Sonne strahlte wie im Firmament. Doch da tauchte ein 7. Entlein auf. Was? Ein 7. Entlein. Ein 7. Entlein? Oh Gott. Die Gemeinde ruft ist dieses Entlein hässlich? Die Gemeinde ruft hässlich. Und das Entlein sah die anderen Küken und freute sich, denn es hatte die Eingebung, es wäre genauso schön wie allen anderen auch. Und wollte ebenfalls tanzen. Stellte sich dabei aber so tollpatschig an, dass es da vorne auf die Schnauze fiel und sich böse einen Zahn ausschlug. Wir wollen den Zahn sehen. Jawohl. Ja! Das ist die hässlichste Kreatur auf Gottes Erdscheibe, die ich jemals gesehen habe. Unmöglich! Es sieht mir gar nicht ähnlich. Mama. Und wieso? Ich dachte schon. Mama. Küsschen, Küsschen. Mama. Nicht die Mama. Nicht die Mama.
Ich hatte nur 6 Eier. Ich kann doch bis 6 zählen. Nein. Ihr seid wirklich das hässlichste Kind, was ich je gesehen habe. Ihr stinkt wie eine Kloake. Und wenn ich in eure Augen sehe, kann ich in eure Seele sehen. Und ich kann sagen, euer Charakter ist noch beschissener als euer Aussehen. Ja, ja. Die Gemeinde ruft hässlich. Hässlich. Die Kinder rufen Kaki. Seid ihr Kinder? Scheiße, ja, seid ihr. Gut erzogen sind meine Kinder, ja. Die hören, was die Mutti sagt. Hör auf die Mutti, hör, was sie sagt. Was? Ja, das hast du gut gesagt, Rektor. Ja. Hör auf die Mutti. Ja. Und das Entlein... Mama. Mach uns das Entlein gleich ein Schweinlein, dann machen wir, rufen wir zum Schlachtefistuhe aus. Was? Wir rufen gleich zum Schlachtefistuhe aus. Muss ich was machen? Nö. Gut. Verschlachten wir dann schon. Oh, mein Feuerzeug. Das Entlein konnte gar nicht hören, gar nicht wissen, was es da hörte. Und es tanzte um die Mutter herum und wollte Aufmerksamkeit haben. Und das Publikum ruft, Pfui Leibel! Pfui Leibel! Widerlich! Widerlich! Exkrementum Maximum! Exkrementum Maximum! Mama! Doch die Mama sagte, ich bin nicht deine Mutter! Mutti. Ich die Mama! Und daraufhin scheinte das Kind bitterlich. Ja, also was? Nee, das schon wieder. Doch, das muss einmal rein. Haltet euch die Ohren zu. Schaut mal, es gibt schon auf Haare. Haltet euch echt die Ohren zu. Ja, das ist schon scheiße, ne, wenn man auf der Seite bleibt. Ist ja gut. Moment, wenn er das wieder so übertreibt, habe ich was mitgebracht. Die Gemeinde ruft Feuerfrau. Moment, ich bin der Hannoveraner, wir schießen nicht so schnell, ja? Ui. Nun denn, die Mutter hat ein Einsehen und das Entlein durfte als siebtes Entlein in den großen Bache mit um die Wette schwimmen. Das heißt, die Mutter ist vorne weg und das Entlein ganz hinten dran. Mama? Ganz hinten dran, da hinten, nicht bei mir hinten. Die Entlein fassen sich an den Bürzeln. Moment, das ist meine Schwester, sind wir ja meine Lannisters oder was? Psst, du wolltest sie doch festhalten. An den Bürzeln, Entlein Nummer 1. Der Bürzel ist etwas tiefer. Ja, so die lustige Zugänge begann ihren Anfang. Wir fliegen gleich, wir lecken aus, dummerweise war das hässliche Entlein nicht als Maul öffentlich Entlein. Mama? Klappe! Nicht nur zu blöde, um gerade zu laufen, sondern es kam dem Schwamm nicht hinterher und es musste bald hinter den anderen. Gehirn. Bald haben wir es abgehängt. Bald haben wir es abgehängt. Ja, die Gemeinde ruft noch einmal Missgeburt. Und das Entlein war traurig. Es stand auf einmal ganz allein auf weiter Flur. Oh. Keine Mama, keine Geschwister, kein Mensch. Noch nicht mal ein Raubtier, das es fressen wollte. Das Publikum hat Mitleid, aber nicht zu viel. Ein großes Ohr. Moment mal, wir sind hier in Deutschland. Nicht bei den Hottentotten, die würde ich einfach so durch die Gegend geordnet. 1, 2, 3. Schleimer. Jawohl. Doch da kamen zwei Gänse herbei. Hä? Gänse. Ich hab zwei Gänse. Ja, sehr schön. Was habt ihr gemacht? Klampfe gespielt. Ja, das war ein ja, da, Gans. Da, da. Ja, doch. Ich muss doch nur übersetzen, was die eine kleine Gans gesagt hat. Eine Kindgans. Eine Kindgans. Hier, nimm mal Gans. Gänse, die Klampfe spielt, ist das Andrea Berg oder was? Und diese lustigen Gänse kamen den kleinen hässlichen Entlein entgegen. La, la, la. Hau rein. Also ich bin nicht hier, ich bin nur hier wegen dem. Und sie sagen, oh, was bist du denn für ein hässlicher Vogel? Du musst dich mal rumdrehen zum Publikum. Du musst jetzt sagen, oh, was bist du denn für ein hässlicher Vogel?
armes Kind gut. Oh, meine Glatze. Und das Kindlein, das hässliche Kindlein Entelein fragte: Wisst ihr, was ich bin? Wisst ihr, was ich bin? Und die Gänse antworteten: Das hässlichste Federvieh diesseits und jenseits des Äquators. Auf jeden Fall keine von uns. Jawohl! Oh. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. Oh. Und das Entelein. Oh. Er hat einen Vogel! Der ist kein Vogel, der hat einen Vogel. Jawohl! Und die Gänse machten sich auf den Weg zurück in, ihr, in ihren schönen Bach. Ja, ich dachte, die spielt uns was. Spiel anständig! Jawohl, halt das Mikro hin. Doch, das Entelein war wieder allein. Und während es so vor sich hin dachte, da kam eine Bäuerin. Was? Eine Bäuerin. Du. Guck mal, da kommt doch. Oh, geschwisterliche Teilhaftigkeit, ja? Davon zeigt man dran. Liebes Volk, eine Bäuerin. Das Volk ist hässlich. Ich bin der Bauer. Applaus. Also, ich habe viele Bäuerinnen gesehen mit so wenig Holz vorhanden. Okay, du hast vielleicht ein Blockhaus vorhanden. Ja. Hey, hey, das macht die Bäuerin mit dem Bart nicht wieder nett. Mhm. Das ist das Kreuz, das trägt etwas auf. Moment. Mutter ist nicht da. Nein, nein. Und die Bäuerin erblickte das Entlein. Und sagte sich, mein Gott, das ist doch keine Ente. Ach du dickes Ding, das ist doch keine Ente hier. Das ist eine dämliche Gans. Das ist eine ganz doofe Kuh. Jawohl. Was? Eine dämliche Gans. Und dass die soll Eier für mich legen. Genau. Schnappt sich das Entelein im Genicke. Genicke. Und nahm es mit zu sich nach Hause. Greif mal weiter tiefer. Wo ist mein Zuhause? Hier vorne gleich. Greif mal weiter tiefer, das macht mehr Spaß. Weiter tiefer. Okay. Aber ich bin der Ente. Und zu Hause angekommen, da sperrte es das Entlein in einen großen Käfig. Nee, Rektor, hier, nimm mal eine von den Bänken dort. Bank auf. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich habe beide Hände voll. Hier, die soll aufstehen. Die ist noch jung, die kann stehen. Der muss das Ding in die Hand nehmen. Andere Hand da. Ich wollte einmal sehen, wenn die sich beugt. Ist mir gelungen. Ich hab's gewählt. Liebes Volk, der Käfig. Applaus. Da rief die Bäuerin, hier bleibst du, kleines Gänselein. Hier bleibst du, kleines Gänselein, in diesem Käfig. Und legst mir ein Ei. Drei? Ja, mein Weg auf drei. Drei Eier, jeden Tag. Ja, aber die Gans rief, ich bin doch gar keine Gans. Ich bin doch eine Ente. Ja, eben. Achso. Aber ich bin doch gar keine Gans. Gans. Ganz nicht bist du nett, aber sonst bist du eine Gans. Ja, die Bäuerin sagte, Gott, die Gans ist zu dämlich. Ich bin keine Gans. Was sagte die Bäuerin? Einfach nur dämlich. Du bist doof. Genau. Selber. Doch, noch, die, noch das kleine Entelein saß im Käfig und musste nun drei Eier legen. Ernsthaft? Ja. Ich soll Eier legen? Ja. Okay. Wollen wir das sehen? Ja. Wer sagt da nein? Ja. Alle sofort raus hier. Ja. Alle rein. Und was würden das werden? Nein, 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 nicht so. Ach so. Andere Eier, richtige Eier. Warte. Da hat er nur zwei von. Gleich kommt. Warte. Komm raus. Hörst bald. Ja, brauch ein bisschen. Das sind Bio-Eier. Ach so. Ja, warte, ah, da kommt das erste. Gleich ist es soweit. Wo ist es hin? Ich glaube, sein Ei klemmt. Nein, mein Ei. Ich habe einen Sprung. So. Ah, gleich kommt. Oh! Fantastisch. Kommt noch mehr? Das Entelein legt ein Ei. Da hinten fällt's raus. Achtung. Und... Zack. Oh, noch ein Ei! Die Gemeinde ist schon mittelprächtig begeistert. Oh. Ach, wisst ihr eigentlich, warum Veganer keine Hühner essen? Da sind Eier drin. Warte. Oh, gleich kommt's.
Ich spür's. Wisst ihr eigentlich, was das für eine Anstrengung ist, wenn man eine männliche Ente ist, ein Erpel? Moment! Ja. Ganz bleib so, wie du bist. Liebe Kinder, der erzieherische Faktor der heutigen Darbietung. Nach dem Eierlegen wird der Popo abgeputzt. Und da kann man auch mal aus dem Hause sanft und sicher feuchtes Toilettenpapier benutzen. Wir Araber verstehen was davon. Was machst du da? Ich kann das wieder hocken. Mach weiter. Doch die Bäuerin kam in an und betrat sich das Machtwerk des Entleins. Jawohl. Ich bin der Bauer. Oh! Hä? Was ist denn das? Drei goldene Eier? Was ist denn das für ein Scheiß? Die kannst du gar nicht fressen. Das ist pures Gold. So ein Scheiß brauche ich nicht. Seh zu, du hast Land gewinnst. Hau ab! Oh, nein, das Kind haut nicht ab! Nein! Du bist wie immer zu schnell! Meine Damen, ich bin nie zu schnell! Morgen ist das Messer dran! Da gibst du einen hübschen Gänsebraten ab! Ah ja! Zeig mal das Messer! Am Sonntag fressen wir dich! Was? Ja, wo ist das Messer? Das Messer! An mir ist doch gar nichts dran, ey! Guck mich doch mal an! Ich bin fast dünner als Kekos! Liebes Publikum, das Messer! Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei. Was muss man? Nur drum rumstehen. Das kann man. Und dem Entlein das Messer zeigen. Messi. Das Entlein war etwas nervös geworden. Das Messi. Das bin aus. Doch, der Bauer war seiner Sache so sicher, dass er vergaß, die Tür des Stalles abzuschließen. Sag ich doch. Ja. Die Tür stand offen. Ja. Und als der Bauer sich zu seinen sechs Gespielinnen machte. Zu was? Der machte nicht auf, er ging zu seinen sechs Gespielinnen. Das sind jetzt Gespielinnen? Ja, natürlich. Meine Damen, fangt mich. Da beschloss das Entelein zu fliehen. Es lief erst in die eine Ecke des Käfigs. Können wir noch ein bisschen weiter spielen? In die zweite Ecke des Käfigs, in die dritte Ecke des Käfigs. Und es stellte fest, halt! Es gab einen Weg nach draußen. Ich sehe ein Licht. Ja, es sah einen Tunnel. Ist der von der Deutschen Bahn? Tunnel. Also, ein Tunnel? Ja. Die Tür steht doch offen, warum nehme ich den Tunnel? Hey, Tunnel. Oh. Durch diese hohle Gasse wird... Ich habe keine Bandscheiben mehr, Mann. Ja. Du mal, mein Alter. Oh Gott. Muss ich immer noch hier rumspielen? Ja. Mach weiter. Nimm zur Not alle von den kleinen Blauen. Und es kroch durch den Tunnel, durch den finsteren, garstigen und es wehte sich bald in Freiheit. Ich steck fest. Nein, du steckst nicht fest. Der Bürzel hängt. Bist du fett geworden, das ist einfach alles. Das ist der Wohlstand. Oh Gott. Ja, das denke ich mir aber auch. Oh Gott. Ich möchte nicht sehen, wie dir aus dem Ei geschlüpft kam. Ey, das war anmutig, ja. Der sterbende Schwarz. Ente, meine ich. Und es ward frei, es jubelte! Ich bin frei! Tobi ist ein freier Elf! Und es lief hinaus in die ferne Natur! Und es versteckte sich in dieser. Spring. Nicht in dieser Frau, in der Natur. In der Natur? Jawohl. In der Natur in einer der Frau. Ich denke, ich verstecke mich in der Natur. Man darf da nicht drüber klettern, du blöde Kuh. Ich hab dich versteckt. Das sagen wir nachher Igor. Du siehst mich doch gar nicht. Jawohl. Und das Entelein, es saß im sicheren Versteck, guckte ab und zu mal heraus und sah, dass es sicher war. Nein, nein, nicht Maulwurf. Aber mit der Zeit, es entdeckte allerlei Federvieh auf dem großen See und sah das wundervolle Schwäne auf diesem Bahn. Es guckte durch den Busch hindurch und meinte, ja. Ich möchte auch ein Schwan sein. Ich möchte Schwan sein. Aber ich bin so eine hässliche, stinkende Kreatur. Aber ich bin wieder hässlicher Hand. Jawohl, ich bin das Niederste vom Niederen. Also wie Bruder Rektus. Ich bin sogar noch übler als der hässliche Hans.
Dachte ich doch gerade. Mein schlechter Geschmack spricht Bände. Das hat die Bäuerin, die hässliche Sau. Und mit einem Male merkt das Entelein, es bekam, überkam ihm einen großen Hunger. Du musst ja was fressen. Ich hab da so ein kleines Hüllerchen. Jawohl, es war doch rechtlich abgemagert. Ich rieche. Und es macht sich auf die Suche nach etwas Fressbarem. Ja. Hier. Ja, ich hab da was. Die haut schon ab. Er hat da was mitgebracht. Ja. Wo gibt's hier was zu futtern? Warte, lass ihn mal durch da. Hui. Und das Entlein lief und wollte auf einer Wiese schnäbeln gehen. Oh, da haben wir ein Ja. Halt! Doch das Gras war zäh und bitter. Die Tomate soll nicht zäh und bitter. Du hast vielleicht Wein getränkt, aber ja. Zäh und bitter. Das Gras war zäh und bitter. Deswegen wird man kein Vegetarier oder Veganer. Das schmeckt einfach alles nicht. Auf ja, dem wächst doch gar kein Gras mehr. Deswegen und ist er auch zu und bitter. Ja. Schließlich kam der ein harter Winter und das Entelein fror erbärmlich. Ja, der Winter naht. Oh. Oh. Das Publikum hat Mitleid und sofort kamen drei schöne Maiden her und wärmten das Entelein. Von wer? Nehmen wir drei von denen. Was? Drei von denen? Meine kriegt der nicht. Ich weiß, was der mit denen macht. Ah, stell dir mal nichts so an. Na gut. Okay, die ersten drei ab. Man hat ihn auch gebraucht. Geht zu ihm, macht irgendwas. Aber lasst euch nicht schwängern. Sie liefen zum Entelein und umgarten es und hatten es lieb und warm. Und sie fütterten das Entelein. Los, gebt ihm die Brust. Das sind keine Säugetiere, Mann. Und so schafft. Was? Oh, ist da Kokos drin? Nein. Wir sind schön und wir sind jung. Perfekte Körper unter Palmen. Doch wir fallen ständig um. Wir trinken nur Bacardi rum. Und das Wetter, der Winter, er kam, er nahte sich und er ging. Ein Frühling kam und das Entlein hatte sich verwandelt. Juhu. Nein. Nein. Du bleibst unten. Och Mann. Die Jungfer gehen nach vorne. Vor das Entlein. Das Entlein, genau. Und sie warfen in die Arme in die Höhe. Gesicht zum Publikum. Und jetzt die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Denn das Entlein hat sich verwandelt. Und zwar in einen wundervollen Schwan. Oh, sie schön anzuschauen. Das Schönste, was die Welt hat jemals gesehen. Und wie geht's weiter? Der Schwan sang ein wundervolles Lied. Ja, la, la, la. Jawohl! Und das Entlein war kein Entlein, es war ein Schwan gewesen. Und für die Jurführung zu feiern des heutigen Abends zum Schwanensee. Das Publikum rastet aus. Ah, ballettartig. Warte mal kurz, das Ballett geht anders. Yes. Das heißt, der sterbende Schwan, kommst du her? Komm wieder runter. Jawohl. Dies, liebe Leute, eine hervorragende Geschichte, beinahe ins Auge gegangen. Doch hervorragend akkompaniert von Bruder Rectus. Meiner Wenigkeit. Das Entlein in all seinen Facetten dargebracht von jemand anderen in eierlegende Form als der Der Schwan, groß hoch aufgerichtet, uns allen zu genügen und in leckerster Art und Weise präsentiert von dem Ork. Und alle anderen Entlein, edlen Meiden der Städte und sonstige, woran man sich kaum satt sehen könnte, die edelsten Nachfolger, die Erben von Josephine Mutzenmacher, die Hühner auf der Stange. Und der Mann, der niemals die Fresse halten kann, der zu dem sonst immer noch ein Wort dazu findet. Unser Erzähler, der hässliche Hans. Und nun, liebe Leute, die Moral von der Geschichte, die kennen wir nicht. Dankeschön. Danke. Bis morgen. Dankeschön. Du bist so gut, danke. Du auch, du Luder. Ja. Ihr seid so wild. Du erst.
Proktus. Proktus. Zölibat. Du mich auch. Zölibat. Gott schütze alle eure Wege und seien sie doch so finster in eurer Pubertät. Schallöch. Du darfst nicht. Ja, ich weiß, und ich kann nicht.